Getrollt, ja. Muss auch mal sein. Die Erstvorstellung vom Fluch der Obsee war ein lautstarker Erfolg. Die Schauspieler demonstrierten den Wert eines ehrenvollen Lebens im Kontrast zum Streben nach Reichtum durch Täuschung. Murray Gibbs debütierte in der Rolle als Hauptpirat. Aber Guy, vom Tosenapplaus verwirrt, blickte ihm sein Auge aus, aber Kamerad Gibbs blieb besonnen, ruhig und gefasst. Auf diesen Grund wurde ihm ein Tapferkeitsurkunde bereicht. Wow. Ja, die Schimmers wollen was von mir, das weiß ich ja. Wir klopfen nochmal an. Vielleicht kommt diesmal er an. Ja, streitet ihr nur. Tschüss, mein Freund. Reparieren wir gerade nochmal. Wohnung 2 aktuell immer noch leer. Da ja keiner mehr da ist. Ihr könnt wieder entscheiden, wer soll einziehen. Gesundheitswesen, Schriftsteller, Erfinder. 1, 2 oder 3. So, was möchte denn der Schimmer haben? Ich bin außer mir. Wie konnte sie nur? Wie konnte sie unsere Tochter retten, um sie dann nur wieder wegzunehmen? Wir haben sie großgezogen. Das ist Diebstahl. Tut mir leid, das zu hören, aber Klaus, sie hören sich an, als hätten sie Slatter in einen Laden gekauft. Vielleicht wird sie dort glücklich sein. Was wollen Sie damit sagen, Hector? Kann unsere Tochter mit einem Fremden glücklich sein, selbst wenn sie ihre leibliche Mutter ist? Wir sind ihre Eltern. Und wir werden unser ganzes Leben lang unglücklich sein. Gesundheitswesen. Okay, bitteschön. Khan van Mengel, wenn Sie dürfen noch mal einziehen. Willkommen zurück. Sie werden der letzte Neueinzug sein, den ich wahrscheinlich mitnehme. Ja, das ist schon richtig. Ankündigung zur medizinisch-akademischen Konferenz. Die Besten der Besten werden sich in diesem Monat im Helmer zusammenfinden und medizinische Probleme besprechen. Unter anderem werden Berichte zu folgenden Themen veröffentlicht. Der Umgang mit Beschwerde in einem Berufsfeld ohne Fehler, wie man einem Patienten das Leben im Sinne der Wissenschaft nimmt und Organtransplantation ohne die Zustimmung des Spenders. Sehr lustig hier. Darüber haben wir ansatzweise gesprochen in einem Seminar letztens. Darüber hinaus werden Diskussionsrunden zu folgenden Themen abgehalten. Gesundheit und Ernährung, die Entwicklung eines Ernährungsplans in Zeiten des Krieges, die Auswirkungen von lauten Geräuschen auf den menschlichen Geist und Körper und Anästhesie, eine Notwendigkeit oder mangelnde Willenskraft. Die Ergebnisse werden im Jahresbericht der medizinischen Nachrichtenagentur veröffentlicht. Sensationell. Sehr lustig. Oh, der Herr Manischek möchte wissen, wo seine Familie ist. So, was wollen's denn, Herr Manischek? Euer Drogendealer. Wenn sie hier noch... Hier sieht er noch relativ frisch aus. Hallo. Jakob, Sie sind zurück. Was ist passiert? Ja, ich bin zurück. Es war nur ein dummer Fehler. Sie haben mich ohne Erklärung eingesperrt. Scheint, als hätte mich jemand reingelegt. Eingelegt? Ich habe gehört, wie Sie von einem Bericht sprachen. Also haben Sie mich eingesperrt, bis Sie das überprüft hatten. Wie ich herausstellte, war es eine Lüge. Wünschte, ich wüsste, wer diesen Bericht geschrieben hat. Ich wurde gefeuert. Jakob, ich muss Ihnen etwas erzählen. Es gab keinen Grund, mich zu feuern. Sie nannten es eine Vorsichtsmaßnahme. Niemand wird ohne Grund gemeldet. Diese Schweine. Jakob, ich... Wie soll ich denn jetzt Essen auf den Tisch stellen? Jakob, hören Sie mir zu! Was? Beruhigen Sie sich. Während Ihrer Abwesenheit ging Luisa für die Operation ins Hospital. Verdammt, geht es ihr gut? Ja, die Operation ist gut verlaufen, Luisa. Slater haben es überstanden, aber ich fürchte, ich habe trotzdem schlechte Neuigkeiten. Luisa ist fortgegangen. Fortgegangen? Wohin? Wann wird sie zurück sein? Und wo ist Markus? Sie hat beide Kinder mitgenommen und sie möchte nicht, dass sie nach ihr suchen. Sie hat unsere Kinder mitgenommen? Das nennt man Entführung. Sie kann ihn nicht vergeben, weil sie ablehnten, Slatter zu helfen. Sie sagte, er hat sich geweigert, sein eigenes Kind zu retten, kann nicht bei ihm bleiben. Das hat sie gesagt, Wort für Wort. Es tut mir leid, Jakob. Was? Warum? Verdammt, ich wollte doch nur das Beste für meine Familie. Was soll ich denn jetzt machen? Was hat das alles überhaupt noch für einen Sinn? Meine Familie, mein ganzes Leben hat sich in Luft aufgelöst. Upsala. Jetzt Ärger, weil ich einen falschen Bericht gemacht habe. Falschen Verdacht geäußert habe. Bruno Hems Anschluss. Kamerad Medina, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Besorgen Sie Klaus Schimmers Abwesenheitserklärung. Auf meinen Daten lagert er sie zu Hause. Rufen Sie mich an und erstatten Sie Berichte, sobald Sie diese haben. Irgendwelche Fragen? Kann ich... Da habe ich keine Zeit, Medina. Wir reden, sobald sie mir das Dokument gegeben haben. Der da oben macht chemische Sachen. Der macht chemische Sachen. Hallo, Chef. Sie sind ein Chemiker. Vielleicht können Sie was mit diesem Trank machen. Dann kriege ich doch noch das hier hin. Bewegen Sie sich schneller.
Geben Sie Gas, Herr Doktor. Guten Tag. Erlauben Sie mich vorzustellen, mein Name ist Hector Medina, ich bin der neue Gebäudeverwalter. Mein Name ist Khan van Meegeren. Ich bin Fachmann für alternative Medizin und ein ehrenwerter Gesundheitsbeauftragter unserer großen Nation. Ich bin hier, um an der medizinisch-akademischen Konferenz teilzunehmen. Dort werde ich meine Erfahrung und Expertise mit anderen teilen. Wie toll, dass wir endlich einen Arzt als Mieter haben. Meine Dienste sind aber keine so günstig, nur Fotodiagnosen stelle ich kostenlos. Ciao, hello again, schöne Nacht noch. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Vielleicht bis morgen Abend, heute Abend, mal gesagt. Für einen Mann, wie ich es bin, ist nichts unmöglich. Ich habe über viele Jahre meine Chakren geöffnet und mein geistiges Auge entwickelt. Okay, nach dem Liebestrank fragen. Könnten Sie mir etwas helfen? Ich habe da einen Freund, der hoffnungslos verliebt ist. Ich glaube nicht an Liebestränke, aber er ist so verzweifelt, dass er alles Mögliche ausprobiert. Ich könnte da vielleicht etwas machen. Beim Gegenzug müssen Sie mir einen Gefallen tun. Was möchten Sie? Meine Forschung in der neurolinguistischen Programmierung und Aromatherapie Symbiose ist ziemlich kostspielig. Ich möchte, dass Sie mir helfen, das benötigte Geld zu besorgen. Ich habe einen Kasten voller patentierter Anti-Juck-Trinkturen, aber ich kann sie nicht an Leute verkaufen, denen es gut geht. Ich muss einen Markt dafür schaffen. Sollen wir das anstellen? Ich habe in einen Laken voller Bettwanzen aus meiner alten Wohnung. Ich kann es aneinander schneiden und die Stücke in Plastiktüten packen. Sie legen eine Tüte unter jedes Bett ihres Hauses und wenn die Mieter anfangen, sich zu beschweren, verkaufe ich ihnen meine Tinktur. Sind Sie verrückt? Das wäre nicht nur schrecklich, sondern auch illegal. Kommen Sie schon, laut Gesetz wäre das nicht weiter als eine Ordnungswidrigkeit. Eine Ordnungswidrigkeit? Ja, und ich werde Sie reich für Ihre Hilfe belohnen. $3,000. Nachdem Sie meine Texturen verkauft haben, können Sie den Kammerjäger rufen und die Apartment säubern lassen. Kommen wir ins Geschäft? So, machen wir. Kann ich glauben, dass ich diesem Vorschlag zustimme? Geben Sie mir die Tüten. Entspannen Sie sich, es wird nichts Schlimmes passieren. So, schön. Wollen wir noch was von dir? Hallo, Khan, ich brauche Ihre Hilfe. Ah, haben Sie schon entschieden, zu einer alternativen Medizin zu erkunden? Ich habe Heilmittel für jegliche Umstände. Also mit positiver Energie aus Erde, Luft, Wasser und Feuer aufgeladen, durch meine Zertifikate bestätigen. Wärmemittel. Hier ist das Problem. Eine alte Frau, die lebt, ist immer kalt. Sie wird einfach nicht warm und ist ständig krank. Dämmpflaster stehen uns schon lange nicht mehr zur Verfügung. Wenn Sie irgendwas für sie tun? Natürlich, ich habe einen wundervollen Balsam namens Mary Dracaris. Er wärmt die Gelenke und treibt Blut durch den Körper. Das sind $500. Brauche ich. Dankeschön. Sordele. Jetzt müssen wir hier erstmal reinschauen. Alle Leute besuchen und Bettwanzenzeugs verscherbeln. Okay. Ich rein. Interessant, dass es nicht in Apartment 6 gehen soll, nur 1 bis 4. So, da tun wir mal so ein schönes Papierchen rein. Ziehen. Da drüben ist keiner, da kommt rein. Der säuft sich jetzt einen rein, okay. Eventuell geht sie gleich, dann kann ich hier einbrechen. Weil er ist nicht da. Perfekt. So, sie kriegt gerade mal diese Geschichte hier. Da, bitteschön. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen eine tolle Wärmesalbe geben, Rosa. Die wird Sie sofort aufwärmen. Danke, mein Liebster. Was ist das? Da steht, die Wärmesalbe Mary Dracaria würde neues Leben in Ihren Körper hauchen. Da habe ich noch nie in einer Drogerie gesehen. Danke. Nehmen Sie dies als Dankeschön für Ihre Hilfe. Nicht da reingehen. Verdammt. Nach hinten los. Alle wieder. Oha. Ich dachte gerade, die wird verbrennen. Das war ja so ein Zaubertrank-Ding. Oh cool, wenn er jetzt geht, kann ich hier rein. Ist auch in Ordnung. Guten Tag. Was gibt es? Die Salbe, die Sie mir gegeben haben. Sie verbrennt mich. Was war das, Hector? Meine Brust fühlt sich immer noch an, als stünde sie in Flammen. Übertreiben, Rosa. Das kann doch nicht stimmen. Also haben meine Klamotten von alleine Feuer gefangen? Schon mir eine neue Strickjacke, Hector. Ich besitze keine Strickjacke. Ich habe es nur gut gemeint, Rosa. Mein Liebster, manchmal ist es besser, die Dinge so zu lassen, wie sie sind.
obwohl ich mich schon viel wärmer fühle als vorher. Ist das nicht gut? Wahrscheinlich, aber manchmal ist mir so heiß, dass ich mir die Klamotte vom Leib reißen möchte. Oje, aber nackt herumzulaufen gehört sich nicht. Besonders nicht in meinem Alter. Ich bin ja kein unzivilisierter Wilder auf einem Pferd. Tut mir leid, Rosa, ich muss gehen. Einen schönen Tag wünsche ich. Er war lustig. Er war grandios. Er war echt gut. Den kann man durchaus so mal bringen. Ja. Soll ich jetzt hier hintereinander? So, jetzt haben wir den Ranek zu Hause. Den will ich ja eigentlich auch noch loswerden, gell? So. Ziehen. Gehen wir hier mal nachschauen. Unfälle. Slatter Schimmer, die eine extrem komplizierte Operation überlebte, welche von den genialen Chirurgen durchgeführt wurde, ist auf dem Hospital entführt worden. Entführt worden! Dann die Sicherheitspersonal wurde festgenommen und eine Ermittlung eingeleitet. So, jetzt geht er noch weg. Optimal, wie sie gerade nacheinander alle die Wohnungen für mich verlassen. Kann man ihnen nicht gleich sagen, hier habe ich gemacht. Und dann kriege ich vielleicht nochmal diesen Trank. Ich meine, es ist nutzlos, ich werde sterben, aber vielleicht schaffe ich es ein andermal so zu überleben. Mehr als versuchen kann ich es noch. So, jetzt haben wir die Ranex auch noch zu Hause, da komme ich nicht mehr rein. Ach ja, ich soll ja eigentlich diesen anderen Bericht da noch finden. Weil die schlafen. Brauche ich nicht nachschauen. Dann schreiben wir noch ein paar Berichte, holen noch ein bisschen Geld ein. Okay, über sie nichts, über ihn nichts, über ihn. Er wohnt alleine. Ist jetzt arbeitslos. Ah, so wurde er erst zu dem Drogendealer, den wir dann später festnehmen. Nicht viel. Interessant. So, noch was? Nicht. Die nicht. Die nicht. Was ist denn? Angst vor dem Chef. Das können wir mal raushauen. Der Herr Polizist. Der da mit seiner Masochistenfrau. Und? Bitteschön. Ja, ich weiß. Irgendwie seltsam. Keine Ahnung. Werden es eh nicht mehr hinkriegen. Die Zeit reicht nicht. Aber ich glaube, ich werde hier oben auch nochmal einen Bonusteil reintun. Einfach nur, damit der Polizistentyp und sie sich freuen. Kriegst du auch noch eins? Also noch Kaviar gewesen, habe ich gerade gesehen. Ist illegal. Die Herren Polizisten. So, so. So, dann werden wir die mal ein bisschen bestechen. Okay, war das nochmal vom 2. August? 12, Wohnung 6, Herr Christ. Und das müsste eigentlich auch über sie gehen, oder? Ja. 3. 60, 12, 6, der Truhe. Oh, die Ranex sind beide weg. Dann können wir das da fertig machen. Geben wir wenigstens diesen schönen Zaubertrank noch, den wir dann noch geben können. Und dann haben wir wenigstens diese Mini-Aufgaben hier gelöst. Auch wenn ich niemals überleben werde. So, klopfen wir hier mal an.
eine niederträchtige Abmachung. Er wollte ja eh noch was von mir haben. Ich hab's noch gesehen. Trotzdem danke, Cookie. Und wie reagiert sie? Ah. Oder sie will was von mir. Interessant. So. Über die Bettwanzen. Ich habe ihr bitte erfüllt. Die Bettwanzen wurden platziert. Es ist Zeit, dass sie ihren Teil der Abmachung erfüllt. Vielen Dank. Sie haben mir einen großen Gefallen getan. Ich werde einmal den Turm verkaufen. Hier ist das Geld. Bringen Sie mir einen persönlichen Gegenstand des Opfers. Opfer? Meinte Patient. Ich brauche einen persönlichen Gegenstand, damit der Trank wirkt. Okay, von wem? Das Jan gehört. So, jetzt reden wir nochmal mit ihm, weil er auch was will. Hier an der Schwelle zu etwas Großem. Haben Sie die Heilung für irgendwelche schrecklichen Krankheiten gefunden? So könnte man das wohl sagen, schätze ich. Wissen Sie, was mir dafür noch fehlt? Was denn? Ein Haufen Mäuse. Mäuse sind Sie wahnsinnig, Verlegerin. Ich habe keine Zeit für Scherze. Ich meine es todernst. Ich brauche einen Haufen bester Feldmäuse. Ich habe schon mit weißen Labormäusen und normalen Ratten probiert. Aber das hat nicht funktioniert. Ich benötige Feldmäuse. Was wollen Sie von mir? Ich habe gesehen, dass Ihre Katze so einen Feldmaus durch die Gegend trug. Mir erlaubt, sie ihr wegzunehmen. Genau die brauche ich. Ich bin mir sicher, dass sie die Mäuse, die ihr Normski fängt, aufsammeln und mir bringen können. Aber sie frisst sie. Wenn sie ihrer Katze genügend Futter geben, frisst sie keine Mäuse mehr. Sie will nur als Beute mit nach Hause nehmen, das ist ihr Jagdinstinkt. Okay. Wie Emma, als sie mir gegeben hat, hat Rosa Anneck fast verbrannt. Aber ich habe doch gesagt, dass sie das tun würde, nicht wahr? Sie wärmt und wirkt stimulierend. Das macht sie doch so gut wie neu. So, jetzt klopfen wir hier nochmal an. 5 Mäuse, bist du wahnsinnig. Wir brauchen einen Gegenstand von ihm. Habe ich noch das hier drin? So. Was gibt es? Bettwanzen. Bettwanzen in unserem Apartment. Hier, Gertrude, ich werde mich darum kümmern. Ja, ist schon eigentlich was anderes, aber ansichtsweise, nicht wahr? Ist hier jemand drinne? Oder kann ich hier gerade mal schnell rein und das Ding holen? Die wollen jetzt alle was von ihren Bettwanzen da erzählen. Nicht an. Und da ist sie. Aha. Maria Schimmer ist also unfruchtbar. Oh, wenn man von ihr spricht. Süß. Oh, wollte was von mir. Hallo. Wollten Sie etwas? Hector, wir haben schon genug zu tun. Jetzt gibt es auch noch Bettwanzen in unserem Apartment. Okay, Maria, ich werde sehen, was ich tun kann. So, jetzt reden wir mit den ganzen nochmal hier. Bettwanzen. Ja. Was zu fressen, Katze. Bitteschön. Braten. Bettwanzen. Alle haben Bettwanzen. Jetzt machen wir mal diesen Anruf. Beide haben meine Erpresserbrief ignoriert. Das ist nicht nett. Genau. Ich habe da schon was Bescheinigung. Wie soll ich sie ihnen zukommen lassen? Ich will sie nicht abholen und ins Archiv schicken. Okay. Soll ich sie ihm geben oder nicht? Ich bin in 10 Stunden eh tot. 9. Was ist euch lieber? Was wäre euch lieber? Ihm noch diese Bescheinigung geben und damit wahrscheinlich den Herrn Schimmer töten? Oder eher nicht? Mach einfach. Okay, dann geben wir es ihm nochmal.
habe das Dokument, um das sie mich gebeten haben. Gut gemacht, Hector. Werden meine Erwartungen gerecht. Bisher. Was passiert ist mit Klaus Schimmer? Er wird die Stadt nicht verlassen können. Ich will, dass er in Helmar bleibt, bis ich weiß, was ich mit ihm tun werde. Klaus hat eine Beziehung auf der Arbeit geknüpft. Er muss in der Nähe bleiben, bis ich mich um diese Beziehung gekümmert habe. Er hat sich bedrohlich an. Es kann Ihnen doch egal sein. Haben Sie selbst nicht genügend Probleme, Hector? Wow, bist du fies. Sag. Der Ranek will was? Ach ja. Wie geht es Ihrer Frau? Sie scheint aufzugeben. Vor kurzem sagte ich sowas wie, ich bin tot, ich verbrenne innerlich. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, als ich noch jünger war, sagte sie so nie etwas. Sagte sie nie so etwas. Scheinbar ist sie verrückt geworden. Was willst du jetzt? Lina, es ist schrecklich. Ich habe heute Bettwanzen in meinem Bett gefunden. Ja, das haben wir doch schon alles. Beruhigen Sie sich, Mark. Ich werde Ihnen ja helfen. So. Müssen wir hier oben nochmal gucken. Die Katze. Katze streichen. Ich will die Maus. Ich will doch die Maus. Ja, daneben nicht. Ausrotten. 23 Stunden. Ich habe eh nur noch 7 Stunden zu leben. Was soll ich noch Großartiges machen? Schlaf du noch langsamer an, bitte. Was wollen's denn? Hector, ich habe gehört, dass sich Mieter über Bettwanzen beschwert haben. Ein tolles Spray, vertrauen Sie mir, die Wanzen werden nur verschwimmen. $1,000 für 5, der beste Preis der Stadt. Nö. Wir passen etwas. Ja, egal. Unmenschliche Lösung für die Herausforderung des hohen Alters. Senioren sollten lieber an Experimenten teilen. Denken Sie sich doch nur an die Ressourcen, die verschwendet werden und die Entdeckungen, die wir machen könnten. Denken Sie nur an all die Tränke, die Sie testen könnten. Wow. Gut, das wird es dann gewesen sein, weil wir werden ja das mit dem nicht hinkriegen, mit dem Trank, weil ich diesen Gegenstand nicht habe, obwohl doch, eigentlich habe ich den. Egal, wird wahrscheinlich eh nicht mehr hinhauen, zeittechnisch, weil 4 Stunden bin ich down. Und ich habe keine Fluchtmöglichkeit bisher gefunden. Was ist mit dem Trank? Jeffrey hier, was ist mit Trank? Gibt's nicht. Jeder wieder gesund machen. Okay. T-4 Stunden. So in etwa. Wir machen das jetzt schneller. Vielleicht kann ich ja wegrennen. Hä? Ich bin schneller als du. Ich bin schneller als ihr. Ihr kriegt mich nicht. Nein, ich kann nicht weg. Das war's leider. Ich habe keine Fluchtmöglichkeit gefunden. Obwohl Hector bereits aufgegeben hatte und bereit war, die Euthanasie freiwillig zuzulassen, wusste niemand seinen Gehorsam zu schätzen. Stattdessen holte ihn die Polizei ab, schlug ihn zusammen und warf ihn in den Transporter. Viele Leute waren sie nicht. Sie hatten schlichtweg vergessen, dass man die Dinge auch anders regeln kann. In der Maschinerie eines großen Staatsapparates machte jedes kleine Zahnrad nur seinen Job. Hectors letzte Momente waren mit Schmerz von seinen Blessuren, dem kalten Einstechen einer Nadel und dem plötzlichen Auftreten von Schläfrigkeit erfüllt. Er hatte nicht genügend Energie übrig, um an die glorreiche Vergangenheit zu denken. Er konnte sich nur daran erinnern, dass ein großer Staat, geleitet von einem großen Anführer, nie Unrecht hat. So, das war Blissful Sleep, das DLC vom Beholder. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr jetzt schon hier zugeschaut habt. Natürlich hat ihr im Stream wart, weil wir haben das ja komplett live in einem Stream durchgezogen. Leider konnten wir nicht alles erreichen. Ich hätte mich gerne gerettet. Auch die Katze natürlich.
Aber ich werde, wenn ihr Lust drauf habt, natürlich nochmal Beholder spielen und dann versuchen, eben vorwärts zu kommen. Bis dahin bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Abend.